Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher und Freunde, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich auf jeden Fall meine. Ja, dieses Ding mit diesem Immunsystem. Ja. Ich habe ja sowieso ein gesundes Immunsystem. Ich bin noch jung und knackig, bei mir passt ja alles, ich brauche das alles nicht. Das höre ich dann bei ganz, ganz vielen immer, vor allem auch bei jungen Leuten. Das ist aber wichtig wird und gerade in Zeiten wie diesen ganz besonders drauf zu schauen auf unser Immunsystem, das wissen wir mittlerweile eben auch und dass es hier nicht nur genügt, darauf zu hoffen, gesund zu bleiben und jedem zu wünschen, bleib gesund, sondern dass wir einfach auch was dafür tun sollten. Und das Wichtige kommt, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. Nitrosativen Stress durch Pestizide, durch Herbizide, durch Fungizide, durch Nitrate, die alles eben in der Nahrung zu finden sind. Ja? Riesengroße Stressfaktoren für unseren Organismus, die einerseits großen Schaden an und für sich in den Zellen anrichten und andererseits aber auch wieder eine Menge an Vitalstoffen, an Mikro- und Makronährstoffen eben auch an sich binden. Und diese eben auch brauchen und diese dann einfach in unserem Organismus immer wieder irgendwo anders einfach abgehen, einen Mangel dann eben auch wieder produzieren. Ja, die Zellen werden einfach krank, sie werden geschwächt oder sie sterben überhaupt ab und so entsteht eben einfach auch ein Kreislauf, der sich wohl eher als eine Abwärtsspirale nach unten zeigt, als eben ein Kreislauf, der halt alles so am gleichen Stand hält. Und die Schadstoffe nehmen mehr und mehr zu. Und deswegen ist es auch klar, dass der Bedarf an Mikronährstoffen einfach steigt. Ziemlich ansteigend, würde ich jetzt einfach auch mal behaupten. Ja, damit unser Wunderwerk Zelle wirklich reibungslos funktionieren kann, braucht es eben auch fleißige Helfer, nämlich die Enzyme und Coenzyme. Wir wissen nun also, dass Aminosäuren wichtig für Proteine sind und Protein ein wichtiger Bestandteil von Enzymen und Coenzymen ist und diese wiederum sehr wichtig für eine sehr gute und gesunde Zellfunktion. Gesunde Zellen bedeuten wiederum einfach ein sehr gutes funktionierendes Immunsystem. Also macht es einfach Sinn, wenn wir uns diesbezüglich einfach auch mal diese Aminosäuren ein bisschen genauer anschauen, die vor allem speziell und ganz spezifisch auf das Immunsystem einwirken. Da haben wir für das erste die L-Asparginsäure. Diese Säure hat einen großen Einfluss auf das Immunsystem und auch auf unsere Muskeln. Eine weitere wichtige immunstimulierende Aminosäure haben wir in L-Cystein. L-Cystein ist nicht nur für das Immunsystem gut, sondern auch ein guter Schutz für das Verdauungssystem. Eine weitere Aminosäure haben wir in Glycin. Diese Aminosäure hilft beim Muskelaufbau und unterstützt sowohl die Gelenke als auch das Immunsystem. Eine weitere Rolle spielt sie bei der Heilung psychischer Störungen und Schlafstörungen. L-Valin, die vierte Aminosäure übrigens, die erste, die essentiell ist, also nicht vom Körper selbst hergestellt wird, bringt verschiedene Funktionen im Körper. Einerseits ist es für den Muskelaufbau notwendig, andererseits verrichtet es wichtige Funktionen im Gehirn. Auch bei der Proteinsynthese spielt es eine entscheidende Rolle. Für kognitive Höchstleistungen und ausgeglichene Psyche nimmt die essentielle Aminosäure L-Serin einen besonderen Platz ein. Da diese Aminosäure indirekt für einen reibungslosen Verlauf der Neurotransmitter zuständig ist, äußert sich ein Defizit in relativ kurzer Zeit in Form von Konzentrationslosigkeit und depressiven Verstimmungen. Ja, und die letzte Aminosäure, die ich auch im Zusammenhang mit Immunsystem, mit Kraft und Energie aufzeigen möchte, ist Beta-Alanin. Beta-Alanin ist eine nicht essentielle Aminosäure, die auch eine beliebte Nahrungsergänzung bei Sportlern und Fitnessenthusiasten ist. Das liegt daran, dass es nachweislich die Leistung steigert und vor allem auch der allgemeinen Gesundheit zugute kommt.
Da wir auch wissen, dass Enzyme nun auch Vitamine und Mineralstoffe sowie Spurenelemente benötigen, schlage ich den wohlbekannten Hibiskus vor, beziehungsweise das Extrakt davon. Hibiskus ist ein Vitamin oder ist eine Vitamin-C-Bombe. Das wiederum braucht der Körper für ein funktionierendes Immunsystem. Auch bei bereits ausgebrochenen Infekten wirkt Hibiskus-Tee heilsam, da die Pflanze zusätzlich entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften hat. So nebenbei erwähnt, senkt Hibiskus den Blutdruck, gut bei Cholesterin und hilft anscheinend beim Abnehmen. Zur weiteren Unterstützung kenne ich da den Königskerzenextrakt. Ja, diese wunderbare Pflanze, groß gewachsen, hat einiges zu bieten. Vor allem ist sie antibakteriell, antioxidativ, entzündungshemmend, löst den Schleim von den Bronchien und ist nicht toxisch. Und last but not least kommen wir noch zur absoluten Vitamin-C-Bombe, der Hagebutte. Die Hagebutte hat im Vergleich zur Zitrone ca. 2250% mehr Vitamin C. Also kann man schon von Bombe im besten Sinne sprechen. Bei den Mineralstoffen, die sich in der Hagebutte befinden, sind besonders hervorzuheben Calcium, Magnesium und Kalium. Aber auch Spurenelemente wie Bor oder Zink sind in der Hagebutte zu finden. Es versteht sich von selbst, dass durch die hohe Anzahl an Vitaminen und Mineralstoffen das Immunsystem sehr davon profitiert. Zusätzlich entzündungshemmend, antioxidativ und auch bei Arthrose und Schmerzen. Ja, meine Freunde, hier haben wir einiges an ganz natürlichen Mitteln, an Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die einerseits das Immunsystem unterstützen und essentiell dafür sind, andererseits für den Muskelaufbau, die Energie und auch bei Verstimmung, Depression extrem wertvoll sind. Und da eben diese Vitalstoffe und alle in ganzheitlicher Form vorkommen, wirken diese natürlich auch noch überall da im Organismus, wo einfach auch Mangel vorherrscht. Und jetzt kann man sich all diese Vitalstoffe einzeln besorgen und dann so irgendwie einnehmen, so wie ich das früher auch immer wieder gemacht habe, mühsam mir alles zusammengesucht habe, teilweise, wie gesagt, sogar selbst am Wald- oder Wegesrand gesammelt. Ja. Ihr wisst ja, ich habe ja schon einige Videos gemacht, auch über mein ganzes Sammelsurium an verschiedensten Mitteln. Ich habe viele Aminosäuren, ich habe alles Mögliche bei mir und wirklich vieles, vieles einfach auch zusammengestellt. Ja. Aber manchmal ist es einfach auch praktischer, wenn man sich nicht immer alles irgendwie extra dazu besorgen muss, weil dann wird es zum Schluss sogar eher wieder teurer, weil man ja dann nicht mehr alles braucht. Bei mir ist es wichtig, weil ich ja mit diesen Dingen, mit diesen Mitteln sehr viel experimentiere, sehr viel forsche, sehr viel mache. Ich brauche die Mengen teilweise, aber jemand, der einfach jetzt was für sich tun möchte, der mag nicht wieder ein Kilo von dem, ein Kilo von dem und ein Kilo von dem. Ja, und manchmal ist es einfach auch nur gut und praktisch, wenn das andere, also das Forschen, das Experimentieren, schon andere gemacht haben, ja, die vor allem die Inhaltsstoffe sehr genau kennen, die richtige Zusammensetzung herausgefunden haben. Das ist dann auch ein extrem entscheidender Faktor und vor allem, wenn diese auch dann noch vom Fach sind, ja, wenn die einfach hier mit Biochemie, mit Nahrungsergänzung hier einfach auch sehr, sehr gut gebildet sind. Ja? Nicht nur der Wirkstoff und dann irgendwie einnehmen, sondern sehr genau abgestimmt und im richtigen Mengenverhältnis. Das ist einfach auch das, auf das es immer, immer mehr drauf ankommt. Also wie gesagt, nicht einfach nur den Wirkstoff irgendwie einnehmen und von dem ein bisschen und von dem, sondern dass das Verhältnis zueinander von den Wirkstoffen ist wahnsinnig wichtig. Ja? Und vor allem auch, dass man Dinge zu sich nimmt, Nahrungsergänzungen, wo auch die Qualität passt, das wird oder ist einfach total wichtig. Es macht keinen Sinn, einen Wirkstoff irgendwas zu nehmen und der ist einfach nicht bio, der kommt irgendwo aus China. Wobei viele Sachen aus China die letzten Monate eh schon nicht mehr kommen und immer noch nicht. Und das ist dann alles sehr kontaminiert, sehr toxisch in Wahrheit.
und die Dinge gehen dann in die Zelle rein. Also da tue ich mir nicht wirklich was Gutes. Es ist wichtig, einfach, dass ich sage, okay, ich muss einfach auch auf die Qualität achten und dann nicht einfach immer nur aufs Geld schauen und das Billigste und das Günstigste nehmen. Ja, es ist manchmal einfach gut, wenn man auf die Qualität schaut, wenn die passt und wenn die einfach auch kontrolliert ist, weil eben auch diese Institutionen, die das machen, einfach auch die notwendigen technischen Möglichkeiten haben, das komplette Know-how dazu haben und eben auch die Menschen, die sich damit sehr gut, speziell sehr, sehr gut auskennen und die dann auch damit forschen und experimentieren, bis eben auch die optimale Wirkweise eben auch dann zusammengestellt ist. Ja, und da möchte ich euch im Zusammenhang mit dem Immunsystem ein mir mittlerweile sehr, sehr liebgewonnenes Mittel, das eher als wohlschmeckendes Getränk einfach auch daherkommt, als dass man auf den ersten Blick glauben möchte, dass als Mittel, so wie ich die Dinge, die ich nehme, gerne einfach auch bezeichne, dieses Getränk mit dem Namen Immovit CH23 hat alle die Vitalstoffe, die ich eben auch vorher genannt und beschrieben und vorgestellt habe, die sind da einfach schon enthalten. Und hier haben sich eben auch schon schlauere Leute, was eben die Erforschung von Power-Gesundheitsmitteln betrifft, damit beschäftigt, sodass ich es einfach nur noch ausprobieren muss und eben meine Expertise als Geo einfach probieren geht, über Studieren dazugebe. Und in dem Falle einfach auch kann ich einfach nur sagen, das Getränk ist einfach eine Bombe. Ich weiß, eine sehr banale Bezeichnung, doch mehr fällt mir einfach auch dazu nicht ein. Eine Flasche, und jetzt halte ich es einfach mal wirklich da hinein. Und ihr wisst, ich mag sehr, sehr selten direkt Werbung für etwas, aber das ist mir einfach ein Anliegen. Ja, ich habe mir wirklich 2 Kartons davon wieder bestellt. Ich kenne es eben schon von früher und da habe ich keine Werbung dafür oder darüber gemacht. Und jetzt habe ich mir wieder 2 Kartons bestellt, das heißt insgesamt 48 Flascherl. Und eine Flasche hat eben 330 Milliliter Inhalt und kann locker eben auf die doppelte Menge mit Wasser einfach auch, wenn nicht sogar das Dreifache, verdünnt werden. Ja. Und so hat man dann einfach auch über den ganzen Tag verteilt, erstens einmal viel zu trinken. Man sorgt für den notwendigen Flüssigkeitshaushalt, für die notwendige Flüssigkeitszufuhr. Genau, und man hat dann einfach auch genau den Boost, die Wirkung für das Immunsystem. Wir wissen, das ist einfach wichtig. Das ist kein Dahergequatsche, das ist kein Werbeslogan ohne Ende, sondern wir wissen, das ist einfach wichtig und notwendig. Und ich investiere einfach seit vielen Jahren lieber ein bisschen Geld in meine Gesundheit, direkt in meine Gesundheit, nicht nur 20 Euro oder 30 und fange dann bei allem gleich zum Jammern an, das ist ja alles so teuer, sondern ich investiere einfach einen Teil dieses Geldes, den ich früher für Nikotin, für Trinken, für ins Gasthaus gehen und dort und da ausgeben, einen Teil davon, denn investiere ich einfach seit einigen Jahren. Ja. Das sind bei mir sicher an die 100 Euro im Monat. Das ist ja auch wieder nichts. Ja. Ich habe damals das Dreifache verraucht und alles andere noch mitgerechnet. Also das ist gar nichts. Das investiere ich einfach lieber für mich. Und das mag ich euch jetzt einfach mal nicht vorenthalten. Dieses belebende und auch bewusstseinsklärende Getränk wurde einfach unter Aufsicht von verschiedenen Wissenschaftlern und eben Lebensmitteltechnikern, also Vollprofis aus hochwirksamen pflanzlichen Grundstoffen entwickelt und über die Jahre erprobt. Gab es also schon vor meiner Geo-Leben-TV-Zeit. Ja, Immovit enthält besondere Pflanzenauszüge aus der Pfingstrose, einfach nur mal als Zusammenfassung. Aus der Pfingstrose, aus der Königskerze, aus der Hagebutte und Hibiskus und dies aus einem speziell energetisierten Wasser hergestellt und all diese Aminosäuren, die ich vorher eben beschrieben habe. Ja, daraus ergibt sich eine erstaunlich energetisierende Wirkung und eben auch vitalisierende Wirkung. Anwender, die damit eine Kur gemacht haben, also über einen Zeitraum von mehreren Wochen, berichten einfach davon, dass sie sich teilweise wie neu geboren fühlten, sodass sie das Gefühl hatten, von Sparflamme auf Turbo umgeschaltet zu haben. Und ich glaube schon, dass sich in diesen Zeiten viele Menschen so in Sparflammenmodus befinden und fühlen.
Und ich muss einfach sagen, das ist, wie gesagt, es ist kein Werbegag. Gestern, was war gestern, ich bin mit dem Radl unterwegs gewesen, mit dem Rennrad. Ja. Ich mache ja wieder sehr viel in die Richtung und habe mir wirklich gedacht, wow, also so fit, ja, wie gestern, also wie ich mich da einfach gefühlt habe, bin ich schon seit Jahren nicht mehr gewesen. Das war ja vielleicht in meiner besten, damals in meiner besten Zeit als Triathlet. Ja. Und habe mir wirklich gedacht, wow, geil, ist unglaublich. Natürlich zählt da die Nahrungsumstellung dazu, natürlich zählt da dazu, dass ich einiges an Kilos verloren habe. Einfach, natürlich zählt auch das Training, das tägliche Tun einfach auch dazu, aber nicht nur das, weil das habe ich früher auch gemacht. Ja? Und mittlerweile habe ich 58 Jahre am Buckel und ich habe wirklich in kürzester Zeit wieder an Fitness zugelegt, wo ich mir selber immer wieder denke, wow, Wahnsinn, was ist da passiert? Und ich trinke jetzt das Getränk seit 2 Wochen circa. Vielleicht ist es wirklich einfach auch schon spürbar. Ich fühle mich einfach fitter und dann macht das Ganze unglaublich Spaß. Man fühlt sich einfach frischer, so ist es einfach. Das zeigt sich auch in wachsender Konzentration, einem besseren Gedächtnis und einem unglaublichen Reaktionsvermögen. Ja? Das Bewusstsein wird auch klarer und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding in der jetzigen Zeit, bewusster zu werden, viel bewusster zu werden, wozu das Ganze mit C-Punkte-Punkte jetzt eigentlich da ist, welchen Sinn das Ganze einfach auch macht. Ja, und was mir auch persönlich sehr sympathisch ist, es schmeckt einfach gut. Es ist ein unglaublich erfrischendes Getränk und wie gesagt, über den Tag verteilt trinke ich das. So auf einen Liter verdünne ich es auf jeden Fall und ist dann immer noch süß genug. Ist einfach nicht wie mit anderen Mittelchen zu vergleichen, schnell mal hinunter damit, sondern wie gesagt, über den ganzen Tag einfach genießen. Ja, einfach genießen. Es ist wie ein Vitalbrunnen für den Körper. Ich weiß, das Ganze klingt jetzt einfach sehr geschmolzen und zu schön, um wahr zu sein. Ist es auch. Es ist eben nicht zu schön, um wahr zu sein, sondern es ist eben auch wahr, wenn ich mir denke, was ich früher für alles Ungesunde ausgegeben habe. Habe ich aber eh schon gesagt, ich meine Geld. Ja, meine lieben Zuseher und Freunde, das Immunsystem unglaublich wichtig in der Zeit wie heute. Und ich sage es euch wirklich, es ist so wichtig, auf das Ganze zu schauen. Es ist so wahnsinnig wichtig, da selbstverantwortlich zu werden und wirklich in seinem Leben für sein Immunsystem einfach da zu sein und was dafür zu tun, ja. Und wenn man das auch zusätzlich mit Nahrungsergänzungen machen kann, dann mache ich das einfach auch und gebe ein bisschen Geld dafür aus. Aber wie gesagt, auch andere Dinge sind fürs Immunsystem wahnsinnig wichtig und dann sind wir einfach ein bisschen cooler dem Ganzen, was da jetzt einfach auch so abläuft, wesentlich cooler gegenüber, weil wir einfach auch wissen, wir haben was gemacht, wir sind in Form und fangen nicht jetzt ganz schnell mehr an, schau, ich muss was für mein Immunsystem tun, sondern das machen wir und viele machen es sowieso schon zum großen Teil, die meinen Kanal kennen, die sich auch mit anderen auseinandersetzen. Ja, in dem Sinne, ja, dieses Getränk ist wirklich super und jetzt höre ich schon auf, ist wie gesagt keine Werbung eigentlich und alles, alles Liebe von meiner Seite, Daumen hoch, eure Meinung in die Kommentare wie immer und schaut auf meine Seite bewusstgesund-geosixt-lebensmut.at, ich schon wissen, wir sehen uns beim nächsten Video, baba, ciao, tschüss und servus und das wird glaube ich wieder ein bisschen kürzer, ciao, ciao.